Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Banishers, Ghosts of New Eden. Wir sind aus der Höhle entkommen, in der wir in der letzten Folge reingepurzelt sind. Und jetzt geht's weiter durch den Wald. Und wir müssen nach Lebenszeichen suchen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir finden auf jeden Fall Pilze, das ist immer gut. Und hier haben wir auch noch was, eine kleine Höhle. Da gucken wir doch rein. Da ist doch bestimmt was drin. Nämlich Leder. Und genug auf jeden Fall. Wir haben ja gesehen beim letzten Mal, Leder wird wichtig. Wir brauchen sehr viel davon. Deswegen bin ich immer froh, wenn wir welches finden. So, hier muss jetzt... Oh Gott, ich hab dich erschrocken. Auf die Leiche abgesehen. Oh. Ran, 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 ran. Nein, ran, ran, ran. Kacka. Okay. Schemen können versuchen, von Leichen Besitz zu ergreifen. Du kannst eine Besessenheit unterbrechen, indem du den Schemen angreifst, bevor er die Leiche erreicht. Das haben wir jetzt nicht so unbedingt geschafft. Nein, ich habe schon wieder... Oh mein Gott, ich drücke die falschen Tasten. Ich liebe mich. Ah, warte. Wir müssen anvisieren. Okay, und jetzt rauf da. Oh, da ist der nächste. Nein, du sollst aufhören. Oh, warte. Wir weichen kurz aus. Ich will immer erst vorher anvisieren, bevor wir angreifen. Oh, au, 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 au. Bam, okay, und drauf. Oh, oh, nein, da, nein, oh Gott. Hörst du auf, du? Oh, da kommen wir zu spät, da kommen wir zu spät. Nein, ich, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt, das hört nicht auf. Es hört nicht auf, du. Irgendwann habe ich es raus. Glaube ich, hoffe ich. Oh. Nur in New Eden Town. Was ist dir passiert, dass der Schleier so dünn ist? Krieg? Invasion? Die Besiedlung von Land, in dem besonders viele Geister ihr Unwesen treiben? So, haben wir hier noch was? Nö, ne? Sah nur so aus. Okay. Dann gibt's hier nichts zu sehen. Gehen wir weiter. Das stresst ganz schön, aber es geht. Ich meine, ich kann am Ende des Tages auch immer noch... Mit Antea angreifen. Kaninchen mag ich eigentlich, aber die hier sind gammelig. Oh. Daher haben selbst die Wölfe sie verschmäht. Ja, nichts zu essen für uns. Also ich denke mal, es ging ums Essen. So, hier haben wir nichts. Jagdausrüstung. Vielleicht sind unsere Fallensteller in der Nähe. Wo ist sie? Oh, da bist du aber ganz schön schnell raufgekommen. Daran müssen wir uns wohl erst gewöhnen. Alle beide. Wo ist sie hin? Ich habe keine Ahnung, wo sie war. Sie hat Jagdausrüstung gefunden. Die hätte ich gern. Die hätte ich gern, aber ich glaube, da komme ich nicht ran. Kommen wir hier hoch? Hier ist Sophie. Oh. Ist hier... Ah, da war sie. Können wir hier das Feuer nutzen? Nee, ne? Sieht zumindest nicht so aus. Müssen aufpassen, nicht in so eine Falle zu treten. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Ach, guck mal, sehr schön. Aber das ist kein Feuer für uns, so wie es aussieht. Das ignorieren wir also. Okay, sie kann uns auch den Weg zu Schätzen aufzeigen. Das ist gut zu wissen, wenn ich den Weg denn dann einfach so finde. Weil den Überblick zu behalten, wo sie denn jetzt gerade ist, ist gar nicht so einfach. Sie verschwindet immer einfach und dann ist sie irgendwo anders. Und her? Werden die Leute merken, dass ich heimgesucht werde? Kann sein, wenn sie Talent oder eine Ausbildung haben. Hm. Und was, wenn dich jemand sieht? Eher nicht. Hätten sie Talent oder eine Ausbildung, bräuchten sie uns Verbanner nicht. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Her damit. So, wir haben ein Feuer vor uns. Hier, oder? Was wohl mit den Trappern in der Gegend hier passiert ist? Im Wald wimmelt es vor Schemen. Hoffentlich sind sie weg. So, du hattest Geld dabei. Upsala. Nehmen wir den noch mit. Ist doch kein Feuer für uns. Ich denke immer, das ist ein Feuer für uns. Wir werden es schon noch erkennen. Den Lebenden die Schuld geben. Traue niemals einem Verbanner, denn schon sein Name ist eine Lüge. Verbanner sind nicht die nützlichen Helfer, die versuchen, die Rechtschaffenden vor dem Teufel zu schützen. Nein, sie verbannen die bösen Geister nicht in die Hölle, sondern bedienten sich der heimtückischsten und schändlichsten Magie.
Wer hat je einen Blick auf ihre Hände und Unterarme geworfen, die von der Verderbnis ihrer schwarzen Kunst zerfressen sind? Wer hat je die abscheulichen Symbole gesehen, die sie in die Ringe geritzt haben, die sie immer tragen? Die Verbanner unterscheiden sich nicht von anderen Zauberern, Hexen und Teufelsanbetern. Und sie lügen den Gerechten ins Gesicht. Sie verbannen nicht das Böse. Sie unterwerfen und zähmen die unsterbliche Seele, ob befleckt oder rein, tot oder lebendig. Die Wahrheit des Herrn wird durch ihre geschmückten Worte entstellt. Essenz, sagen sie, und Überreste, Spektralspuren, Erlösung und Abschluss. Lügen, Lügen, Lügen! Und was hat das mit der Schuldzuweisung auf sich? Damit bezeichnen sie den Diebstahl der Seelen der Rechtschaffenen, bevor sie sie für eine ihrer vielen sündigen Tätigkeiten versklaven. Traue also niemals einem Verbanner. Du könntest bei jedem Handel mit ihnen der Nächste sein, dem sie seine ewige Seele stehlen, weil sie beschließen, dir aus irgendeinem Grund die Schuld zu geben. Aus Der Feind hat einen Namen von Fear God Waterbury. Sehr nett. Sehr nett. Sagt er dazu nichts? Okay. Er sagt dazu nichts. Ich würde dazu was sagen, wenn ich ein Verbanner wäre. Ich weiß ja auch nicht. Ich wüsste gern, wie er das sieht, was da drin steht. Oder? Wäre schon interessant. So, wir müssen hier lang. Und dann da hoch. Aber hier wird doch gekämpft, oder? Nein, doch, hier ist bestimmt was. Hier ist gar nichts. Hier ist... Ah, doch, da. Gekämpft wird nicht, aber Pyrit haben wir hier. Bin gespannt, wann wir unser erstes Ritual mit Red machen. Oh, da ist wieder lila Gedöns. Und was haben wir da noch? Diese Hexen, die du erwähnt hast, müssen doch etwas über den Albtraum wissen. Ja, können wir ihnen trauen? Hexen lassen sich nur aus gutem Grund mit Menschen ein. Den müssen deine also gehabt haben. Ich bin sehr gespannt, warum sie das machen. Ich bin gespannt, wann wir die Antwort bekommen. Ich glaube, ich sehe einen Übergang. Da drüben. Einen Übergang? Ein Zeichen von Zivilisation. Hm. Hab ich ein Glück. Aber wo? Aber wo? Warte mal, von da kommt... Ah, von hier, okay. Ich dachte gerade, das wäre der Ort, von dem wir kommen. Nett hier. Abgesehen von den Wölfen und Schemen. Ja, ne? Habt ihr keine Wölfe und Schemen bei euch in den Highlands? Ja, aber unsere sind so brav, dass sie mir gestatten, zwischen den Kämpfen kurz Luft zu holen. Die würde ich gern kennenlernen. Das klingt schön. Ist hier noch was? Blockierter Weg. Du verfügst nicht über die erforderliche Manifestation, um diesen Weg jetzt beschreiten zu können. Solche Hindernisse werden auf deiner Karte und im Kompass markiert, damit du problemlos zu einem späteren Zeitpunkt dorthin zurückkehren kannst, um die Geheim... Okay. Ich kann nicht so schnell lesen. Ah ja. Das ist jetzt markiert. Das war nicht die Karte. Das ist die Karte. Ja, okay. Das ist markiert. Sehr schön. Die Kiste haben wir geholt, oder? Auf... Nee. Abgeschlossen? Doch, das haben wir. Doch, abgeschlossen heißt gemacht, ne? Nicht abgeschlossen von wegen, die Kiste ist noch abgeschlossen. Das ist einfach nur, dass wir es gemacht haben. So, warte mal. Ich muss mich orientieren. Ah, okay. Okay, ich verstehe. Da sind wir durch die Höhle und da kamen wir durch die Höhle wieder raus und sind jetzt hier lang gegangen. I see. Dann sind wir ja gleich bei unserem Ziel. Wenn wir jetzt Antea holen, kann sie uns hier nicht helfen. Okay, aber ich glaube, deswegen leuchtet unsere Hand blau. Wegen der Wurzel, die hier ist. Aber bin ich mal gespannt, wann wir hier zurückkommen. Mir war ja schon klar, dass wir ab und an mal zurück müssen. Es wäre schön, wenn hier in der Nähe ein Feuerchen wäre. Damit ich... Oh, er schreckt mich nicht so. Damit ich hier einfacher wieder zurückkomme. Die Brücke ist kaputt. Dann finden wir einen anderen Weg nach New Eden. Auf jeden Fall tun wir das. Seltsam. Ich sehe Flecken, aber nicht die üblichen. Okay. Sie folgen einem Muster. Ah. Siehst du das nicht? Es zieht mich an. Oh. Echt? Wohin zieht es dich? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe so viel davon. Hm. Weiß nicht, wie viel mir das bringt. So, wir können hier runter. Wir können aber, glaube ich, auch hier runter. Jetzt die Frage, wo wir hinwollen. Wir müssen hier nach... Ah, okay. Hier kannst du runterklettern. Nö, dann gehen wir erstmal hier lang.
Meine Knöchel sind zwar robust, aber bei der Höhe, das wird nichts. Schade. Gut, dann hat sich das erledigt. Dann geht's hier runter. Und immer wieder rauf und runter. Ja, so ist das. Diese Flecken. Ich hätte sie greifen können, wäre ich stärker gewesen. Es ist schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Hunger ist zurück. Das ist nicht gut. Schnell. Jetzt schon? Also gut, lass uns was finden, das dich stärkt. Ich bin gespannt, wie wir das machen. Das Ende der Erde abgeschlossen. Okay. Essenz für Antea suchen, die Jäger aushungern. Wunderbar. Oh nein, der kann sich ja hier... Warte mal. Hör auf, dich wegzubewegen. Okay, stopp. Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Ich muss erstmal hier mich ganz vorsichtig rantasten. Okay, das wird, das wird, das wird. Oh, oh, da ist ihre Energie weg gewesen. Das schaffen wir trotzdem. Du kommst zuerst mal bitte weg. Okay, okay, raus da, raus da. Oh, die habe aber Reichweite, du. Ich sag's dir. Ah, nein. Au, 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 au. Hör auf. Du kannst mich euch um Hilfe bitten. Nee, nee, alles gut, ich schaffe das schon. Okay. Mir geht's gut. Oh. Aufgabe gestartet. Okay. Wir nehmen uns das mit. Spektralstraub. Level 4. Okay, wir haben einen Fertigkeitspunkt. Die können wir ja so ausgeben hier. Oder brauchen wir dafür auch ein Feuer? Was wollte ich machen? Das war ganz cool. Das war ganz cool. Perfekter Wechsel. Wechsel direkt nach einem Ausweichmanöver nach vorne zu Antea. Das muss man sich halt irgendwie... Warte, wir machen das mal. Das interessiert mich. Nach einem Ausweichmanöver nach vorne zu Antea. Ah, okay, da, dann leuchtet es, wenn wir nach vorne. Aber nach hinten leuchtet es nicht. Okay. Mal gucken, ob wir das dann so schnell hinbekommen im Eifer des Gefechts. Warten wir es mal ab. Wir kennen mich ja. Das ist nicht alles, so einfach. Flupp. Da drin befindet sich jemand. Oh. Jemand Beflecktes. Was bedeutet das? Jemand, der schon mal irgendwie gemordet hat oder was? Okay, hier ist eine Falle. Oh, da geht's auch weiter. Ja, da ist eine Falle einfach. Wo sind wir hier? Nebelschleier. Nach einem gewaltsamen Tod von einem Geist gewoben. Verbannerregel Nummer 8. Verlauf dich nicht im Nebelschleier, sonst holen dich die Schemengeier. Klug. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Das stammt von einem Geist. Und wir müssen herausfinden, wer das war. Okay. Ob das so gut ist? Ich weiß jetzt gar nicht. Soll ich hier lang? Soll ich erst... ich glaube, ich muss erst nach oben. Ich glaube, wir gehen erstmal nach oben. Ich glaube, es geht dann sowieso irgendwie hier unten weiter. Wartet, das gucken wir uns an. Da kommt die Ablenkung wieder. Das will ich mir ansehen. Kriegen wir das auf, das Ding? Bestimmt, oder? Das sieht richtig, richtig toll aus. Da ist fetter Loot drin. Das kriegen wir einfach auf. Was ist da drin? Spektralstaub und Hexenstein. Oh, oh. Oh, oh. Okay, jetzt machen wir... Ja, das ist cool. Nein, ich habe schon wieder getrunken. Egal, das war nicht schlimm. Das war nicht schlimm. Einer weniger, um den wir uns sorgen. Lass mich dir helfen. Oh. Du hast mir geholfen, Antea. Jetzt schrei mich nicht so an jedes Mal. Ich kämpfe so, wie ich will. Backseat Gamer, wirklich. Antea, halt dich zurück. Sonst muss ich am Ende gucken, wie ich deine Stimme ausstelle. Vielleicht geht das. Vielleicht kann man ihre Kommentare im Kampf ausstellen. Das wäre echt nett. Vielleicht aber auch nicht. Gut, dann haben wir hier geguckt. Und dann sind wir wieder hier, ne? Ah, ja. Okay, ich denke mal, wir müssen dann sowieso erstmal in das Haus. Haben wir hier noch einen Zettel oder so? Nur sehr viele Fallen. So, ich glaube, hier kriegen wir jetzt Essenz für Antea her.
so wie ich das raushöre. So, erstmal hier alles kaputt machen. Da liegt nämlich auch noch was. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier alles mitgenommen. Auf geht's. Das ist eine Kiste. Du bist zurück. Oh, Verzeihung. Ihr seid jemand anderes. Seid ihr hungrig, mein Freund? Der Eintopf ist zwar recht wässrig, aber dennoch teile ich ihn gern mit euch. Nett von dir, Junge. Aber nein, danke. Schon eine Weile her, dass ich ein menschliches Gesicht gesehen habe. Kommt ihr aus dem Lager? Seid ihr ein Jäger? Sowas in der Art. Red McWraith. Ich bin ein Verbanner. Wie in den Geschichten? Jacob Lind, ein Trapper. Und ja, das ist ein richtiger Beruf. Okay, was macht ihr hier? Was treibst du hier? War es nirgendwo sicherer für dich? Die Wälder sind gut zu denen, die sie kennen. Wir jagen hier. Wenn wir Felle und Fleisch haben, handeln wir damit in New Eden. Aber das Wild wird weniger. Wir können nicht handeln. Also warten wir. Wenn sogar die Wölfe hungern, dann ist klar, dass ein harter Winter bevorsteht. Wir haben nicht Winter. Ja, er meint ja auch, es steht einer bevor. Okay, also, ja, jetzt mal nicht hier. Wie lange seid ihr schon hier? Wie lange bist du schon allein hier draußen? Keine Ahnung. Ich zähle die Tage nicht. Und außerdem bin ich nicht allein. Gott ist mit mir in der Heiligen Schrift. Soll ich euch etwas daraus vorlesen? Ein andermal vielleicht. Ihr seht erschöpft aus. Du bist erschöpft. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie verdorben diese Wälder sind. Schläfst du gut? Ich schlafe nicht gerne. Ich sehe Dinge. Leuchtende Augen zwischen den Blättern. Was bedeutet verdorben? Von Geistern durchsetzt. Heimgesucht. Erzähl mir von deinen Albträumen. Es ist ein Albtraum. Und immer derselbe. Ben hat ihn auch. Kannst du ihn beschreiben? Nein. Nein. Es ist ein Albtraum. Nichts weiter. Wer ist Ben? Wer ist Ben? Auch ein Fallensteller? Ja, der Beste von allen. Hat mir alles beigebracht. Er ist gerade nicht da, aber er ist bald zurück. Wo ist er hin? Die Brücke ist eingestürzt. Da kommt man nicht mehr rüber. Das stimmt. Im Schatten lauern böse Dinge. Sie wittern Fleisch. Das Wild ist knapp. Sehr knapp. Und Ben ist weg. Aber er wird das Wild finden. Ich weiß es. Wie habt ihr Ben kennengelernt? Was verbirgt sich in den Schatten? Was verbirgt sich in den Schatten? Ist das das, was dich hier hält? Das und der Nebel. Wenn man nicht sieht, kann man auch nicht jagen. Ben schießt besser als ich. Und auch in den Wäldern kennt er sich besser aus. Ich würde ihn nur aufhalten. Nur aufhalten. Okay, wie habt ihr Ben kennengelernt? Wo hast du Ben kennengelernt? Wir haben uns gefunden. Brüder im Geiste, sagte er. Okay. Er ist gut zu mir gewesen. Zu gut. Warum? Er ist dir wichtig. Ja. Und ich bin ihm wichtig. Er hat den Mut verloren. Oder ein Geist hat ihn dessen beraubt. Okay. Lebt wohl. Ruh dich etwas aus, Jacob. Du hast es nötig. Wenn ihr Ben seht, sagt ihm, dass ich an ihn denke. Ein großer Junge. Selbst wenn er liegt. Man kann ihn nicht übersehen. Okay. Das erklärt den Nebelschleier.
Du hast deine erste Spukermittlung begonnen und musst den Geist untersuchen, der Jacob heimsucht. Benutze den Benachrichtigungs-Shortcut oder öffne dein Menü für die Spukermittlung, um diese Untersuchung zu verfolgen. Okay. Dann bist du doch nicht unser Essenzmann. So, wir folgen der mal. Dann ist der Geist, der ihn heimsucht, aber das, was wir brauchen. Jakobs Bibel, Genesis 9, Vers 1. Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, vermehrt euch und bevölkert die Erde. 2. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen und alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf der Erde regt und auf alle Fische des Meeres, euch sind sie übergeben. 3. Alles Lebendige, das sich regt, soll euch zur Nahrung dienen. Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. 4. Nur Fleisch, in dem noch Blut ist, dürft ihr nicht essen. 5. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft, und zwar für das Blut eines jeden von euch. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder. 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut wird durch Menschen vergossen. Denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht. Mhm. Okay, da können wir Sachen untersuchen. Da kommen wir noch nicht dran, würde ich sagen. Okay, wir haben hier 3 Orte, an denen wir was finden. Was ist das? Ben ist ohne Waffe losgezogen? Wir sind Trapper, keine Jäger. Wir hatten die Waffe zur Sicherheit, aber sie wurde nass. Die funktioniert nicht mehr. Mist, kann ich die echt nicht... Oh, das wäre schön gewesen. Okay, was haben wir hier? Schläfst du hier, Jacob? Ben schläft hier. Ich schlafe nicht. Da sind Maden im Bett. Ekelhaft. Dein Fleisch ist verdorben, mein Freund. Das Essen ist knapp. Wir müssen uns einschränken. Was auch immer den Jungen heimsucht, bringt Maden hervor. Wir sollten mit diesem Ben reden. Okay. Was haben wir da? Führe die Spukermittlung durch, um Informationen freizuschalten. Ja. Der Geist verseucht die Hütte von Jacob Lind mit Maden. Und hier haben wir auch noch was. Jacob Lins Freund Benedict Stoffen bringt ihm etwas zu essen. Und hier. Sind das Bens Sachen? Das meiste davon. Das Seil nicht. Ihr könnt es haben, wenn ihr wollt. Sehr freundlich. Danke. Dieses robuste Seil wird hauptsächlich dazu verwendet, sich von gefährlichen Klippen abzuseilen. Bringt uns das dann oben weiter? Da, wo wir herkommen? Das ist eine gute Frage. Okay, ich gehe mal. Ciao. So, jetzt gucken wir mal. Wir können hier wieder hoch. Er ist so verwirrt, dass er sicher kaum weiß, welches Jahr wir haben. Was steht ihm zu? Vielleicht wurde er verlassen. Vielleicht war er schon immer allein. Vielleicht hat ihn sein Kumpel im Stich gelassen. So, können wir jetzt hier zurück? Ich weiß gar nicht, wie weit das weg war. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht, was ich jetzt hier tue. Warte, doch. Oder? Ja. Ich glaube schon. Ich hoffe jetzt einfach mal. Ja, doch, es sieht gut aus. Ich glaube, wir sind in der richtigen Richtung unterwegs. Ja. Wir müssen auf jeden Fall aber noch durch den Nebel. Tu es schnell, damit wir Jacobs Fall abschließen können. Ja, ich bin doch unterwegs, Antia. Achso, ja, das war hier das. Das ignorieren wir. Jetzt können wir aber den Seil hier runter. Sehr gut. Können wir das dann wieder mitnehmen oder bleibt das Seil hier? Das ist eine gute Frage. Hier? Hä? Wieso? Wir müssen doch durch den Nebel, ne? Aber wieso? Hä? Bin ich blind? Nee, oder? Hier ist nichts. Wieso bin ich hier? Keine Ahnung, wir klettern mal wieder hoch. Das war komisch. Ihr habt auch nichts gesehen, oder?
Ihr habt auch nichts gesehen. Warte, dann gehen wir wieder zurück. Das macht ja alles gar keinen Sinn. okay. Dann gucken wir mal. Aber hier steht... Nee, ach, weiß ich doch nicht. Wir gucken einfach mal. Den Blitznebel. Ja, steht ja da. Mhm. Machen wir. Da oben hängt was. Da kommen wir aber noch nicht dran. Wir kriegen hier 100 pro eine Waffe. Hoffe ich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wir können die aber trotzdem nicht mitnehmen. Ne? Wir haben die jetzt einmal untersucht und das heißt, nein, gibt's nicht, oder? Wir gucken noch mal nicht, dass wir das jetzt doppelt irgendwie und dann bekommen wir die. Ben ist ohne Waffe losgezogen? Nee, okay. Wir sind Trapper, keine Jäger. Wir hatten die Waffe zur Sicherheit, aber sie wurde nass. Die funktioniert nicht mehr. Gut, haben wir das auch rausbekommen. Zweimal hilft nicht. Schade, aber gut, jetzt müssen wir hier lang. Und dann darüber, oder? Wir gucken jetzt einfach mal. Nee, da ging es auch noch lang. Da waren wir auch noch nicht. Aber hier gibt es wahrscheinlich nur irgendwelchen Loot. Sieht zumindest so aus. Ein bisschen Leder. Sehr schön. Das nehme ich mit. Drei. Dafür bin ich jetzt hier drunter durch. Drei ist nicht so viel. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die stehen hier alle nochmal auf. Nicht jetzt, aber bald. Entweder hat sich Ben im Nebel verirrt, oder er ist die Quelle davon. Na gut. Vielleicht kannst du von hier runterspringen. Tja, gucken wir mal. Ich habe jetzt kein Seil mehr, aber ich glaube, hier kann man auch keins befestigen. Ich würde aber sagen, bevor wir uns in den Blitznebel wagen, machen wir hier für heute Schluss und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch allen wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!